Ja, hallo, liebe Teilnehmenden in unserem OER-Expertenkurs. Ich freue mich sehr, einen ganz besonderen Gast für ein Interview gewonnen zu haben, nämlich Karl-Heinz Papper, der sehr viel mit Corporate Learning zu tun hat, der auch sehr viel Erfahrung schon mit freien Lizenzen hat. Und deshalb starten wir jetzt und lassen also nicht länger die Zeit dahin gehen, sondern Karl-Heinz, ich begrüße dich sehr herzlich. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst, für unsere Teilnehmenden auch mal deine Erfahrungen hier wiederzugeben. Und wirst du mir dem zustimmen, wenn es so um das Thema Barcamps geht oder auch Corporate Learning und auch mal freie Lizenzen? Und wenn sich was zu diesen Themen tut, da bist du auch nicht weit entfernt, sondern meistens immer dabei. Erzähle doch ein bisschen über dich und deine Aktivitäten. Oh ja, danke, Hedwig, für die Einführung. Ja, ich bin eigentlich immer gern und neugierig dabei, wenn es so um neue Formen von Lernen geht. Denn mein Anliegen ist ja, Innovationen ins Corporate Learning zu tragen. Und da stecken ja auch meine beruflichen Wurzeln. Ich habe den größten Teil meines Berufslebens in der Personalentwicklung, in der Aus- und Weiterbildung bei Siemens gearbeitet. Und ich möchte jetzt anderen helfen, Lernen besser zu gestalten, als ich es damals selber getan habe. So, und der Weg zur Überzeugung von den Corporate Learning Professionals geht aus meiner Ansicht nicht so sehr über das Theoretische drüber reden, sondern ich glaube, man überzeugt Leute zu neuen Lernstilen überhaupt nur, wenn man sie selber in Situationen bringt, wo sie merken, oh, das war jetzt hier ganz anders und ich habe trotzdem ganz viel gelernt. Insofern bin ich unterwegs mit solchen Formaten, die andere an sich selber erleben können, also das Corporate Learning Camp ist so meine größte Veranstaltung im Moment. Ja, oder größte kann man gar nicht sagen. Die größte im Moment ist eine Veranstaltung, die ich mit ein paar Leuten, dem Kernteam aus der Corporate Learning Community, gemeinsam gestaltet habe. Und zwar, das ist der Corporate Learning 2025 MOOCathon mit aktuell rund 1200 Teilnehmern. Wir sind jetzt in der 9. Woche. Wir haben 10 Wochen uns vorgenommen und in der 9. Woche bedeutet, diese Woche jetzt wird gestaltet vom Audi-Team, also von Leuten, die sich bei Audi mit Lernen im Unternehmen beschäftigen. Das ist übrigens auch die IT-Abteilung, die da mitmacht. Also wir fokussieren da nicht nur auf die klassischen Weiterbildner, sondern wir merken, Lernen im Unternehmen ist ein viel größerer Bereich und die bringen wir da alle mit ein. So, und wer da hingucken will, findet es sehr leicht im Netz. coollearn.de ist so die Adresse und auch der steht unter freien Lizenzen für jedermann zur Verfügung. Das kann man auch im nächsten Jahr sich noch ansehen. Aber so ein MOOC hat natürlich den Vorteil, wenn man diskutieren will, das geht nur, wenn die gesamte Karawane da noch ist und jetzt noch diskutiert. Das ist vielleicht so kurz zu mir. Ich danke dir. Also ich kann es nur bestätigen und ich oute mich hier jetzt auch als aktive Teilnehmerin von beiden MOOCs, also der vergangene MOOC CL20. Das war im Prinzip so der Vorgänger des MOOCathons jetzt 2025. Und ich muss sagen, das sind ganz fantastische Modelle. Und eben, wie du schon erwähnt hast, mir ist aufgefallen, dass ihr sehr viel eben mit Materialien, die unter freien Lizenzen stehen, arbeitet. Was war denn der Grund dafür? Wie habt ihr euch automatisch dafür entschieden oder gab es Überlegungen dafür, dass ihr eben nicht alles unter klassischem Copyright macht, sondern eben vieles unter freien Lizenzen steht? Dazu muss man vielleicht sagen, dass unser MOOC ein ganz besonderer ist, nämlich der zählt zu der sehr selten vertretenen Gattung der konnektivistischen MOOCs, der C-MOOCs. Und bei einem C-MOOC gehen wir davon aus, dass es keinen Lehrenden braucht. Also wir haben in diesem ganzen MOOC niemanden, der Wissen vermittelt. Und wir gehen eher davon aus, dass all die Leute, die mitmachen, so viel Erfahrung und Wissen einbringen können, dass es für alle lehrreich ist. Und an der Stelle merkt man schon, wie wichtig es ist, dass dieses Wissen auch von anderen verwendet werden darf, weiterverwendet werden darf, weiterentwickelt werden darf.
Und wir setzen stark auf eine Diskussion unter den vielen Teilnehmenden. Und das hat auch jedes Mal funktioniert, funktioniert diesmal auch wieder. Also da wird sehr intensiv diskutiert. Und damit entstehen in der Diskussion auch permanent neue Ideen. Und jetzt ist immer die Frage, wenn doch viele diskutiert haben, wem gehört dann die Idee? So müssten wir das nach Urheberrecht dann ganz genau klassifizieren. Und hier haben wir gesagt, nein, alles, was in diesem MOOC produziert wird, also alle Diskussionsbeiträge, steht unter einer offenen CC BY-Lizenz. Nicht bloß die Diskussionsbeiträge, sondern auch alle Videos, die wir produzieren. Und unsere Videos, die wir produzieren, sind eher Videos am Anfang der Woche, wo sich praktisch das jeweils wochengestaltende Team vorstellt und ihre eigenen Vorstellungen zukünftiger Weiterbildung und zum aktuellen Status darstellt und dann am Ende die Frage stellt, und was könnte man besser machen? Also die ganze Community auffordert, das mal kritisch anzusehen und Rückmeldung zu geben. Und damit beginnt dieser große Diskussionsprozess. Also solche Art von Videos. Am Freitag gibt es halt ein Zusammenfassungsvideo, wo so mal geguckt wird, was ist eigentlich passiert in der Woche, welche wesentlichen Erkenntnisse sind entstanden. Und das ist auch ein Teil, den wir wieder allen zur Verfügung stellen, so auch unter CC BY-Lizenz. So, also ich glaube, diese Offenheit des Miteinander umgehens darf keine Hürden haben, wie es das Urheberrecht grundsätzlich ja erstmal festlegt, sondern wir wollen, dass die Leute sich sehr frei miteinander austauschen und auch das Wissen gegenseitig verwenden können. Daran hat sich niemand gestört, damit sind alle eigentlich ganz glücklich. Und insofern sind wir auch ein Stückchen Treiber der Idee, es unter freien Lizenzen, überhaupt die weiter freien Lizenzen unter die Leute zu bringen, ne? Ja, super, vielen Dank. Ich finde, dass das Format und das, was ihr macht, ist im Prinzip etwas ganz Tolles. Nämlich ihr schreibt euch nicht oben auf die Fahne, wir machen hier OER oder Ähnliches, sondern ihr lebt einfach das Teilen des Wissens per Exzellenz in der Praxis, und dementsprechend der Weg, um Wissen zu teilen, führt automatisch über, wie du das jetzt erläutert hast, über die freien Lizenzen, weil mit klassischem Urheberrecht wäre das, was ihr macht, eigentlich gar nicht mehr möglich. Ja, deswegen, also finde ich das ein ganz tolles Beispiel dafür, wie man OER im Leben praktisch anwendet und einsetzt, ohne jetzt dafür große Worte zu verlieren, sondern einfach tun und die Lizenzen nutzen. Vielleicht kann man das noch ergänzen, das Ergebnis. Also diesmal sagen wir, es ist ein MOOC-Karton. Das ist eine Zusammenfügung eines MOOCs und eines Hackathons. Und dieser MOOC-Karton hat insgesamt zum Ziel, dass dann in diesem Hackathon auf all das zurückgegriffen wird, was jetzt in der Diskussion entsteht. Und wir werden dann in diesem Hackathon daraus eine Blaupause für eine Learning and Development Abteilung im digitalen Zeitalter machen. Und diese Blaupause soll unter wieder einer CC BY-Lizenz in einem Wikibook frei zur Verfügung stehen, sodass jedes Unternehmen praktisch dieses Papier hernehmen kann und sagen kann, okay, wir werden unsere eigene Weiterbildungsabteilung so umgestalten, wie es hier beschrieben ist, oder wir werden es verändern, oder. Also wir wollen, dass dies wirklich die Runde macht, niemand dafür bezahlen muss, aber jeder es beliebig verwenden darf und möglichst auch seine Veränderungen wieder in die Community zurückspielt. Das wäre natürlich dann ein Traum, aber deshalb Wikibook, und da kann man ja auch weitere Ergänzungen dann unterbringen. Ja, da brennt mir eigentlich schon eine Frage, aber ich weiß nicht, ob du auch darüber jetzt was verraten kannst, wenn du jetzt erzählst Wikibook, und da steht letztendlich auch ganz viel Arbeit dahinter, was ihr macht, ja. Und Unternehmen zu gewinnen, die jetzt sich praktisch öffnen in diesen Formaten und erzählen über das, was im Unternehmen intern passiert. Also so in dem klassischen Gefühl, würde man sagen, oh, alles, was unternehmerisch ist, ist unter Verschluss und das ist uns und das geben wir ja bloß nicht weiter und erzählen nicht darüber. Aber warum glaubst du, machen das die Unternehmen? Wie habt ihr die überzeugt? Jetzt so ein Audi oder Bosch ist dabei. Also das sind Namen, das sind wirklich so die Größten der Größten. Sie zu überzeugen, sich zu öffnen und der ganzen Welt frei zu erzählen, wie machen wir Bildung, wie machen wir Weiterbildung? Warum tun die das?
Also da tut sich ja in den Unternehmen auch einiges so im Sinne von Community Building. Und jeder, der in Communities sich schon mal bewegt hat, der merkt, wenn ich etwas gebe, kriege ich in der Regel ein Vielfaches zurück. Und da die Erfahrungen heute schon weiter sind, übrigens als noch vor 1,5 Jahren, als wir unseren Corporate Learning 2.0 MOOC gemacht haben, da hatten wir auch eine Menge Zusagen von Unternehmen und zwei Großunternehmen mussten ihre Zusage zurückziehen, weil es nicht erlaubt ist, ohne dass man es intern abstimmt, hier Wissen nach draußen zu tragen. Ne? Und in diesem Jahr hatten wir keinerlei Rückzüge mehr. Also offensichtlich hat sich da was verändert. Nur ist es nicht repräsentativ. Aber was auch auffällt ist, was uns auch auffällt, ist, wie schnell die Zusagen kamen. Also wir haben so ein paar Unternehmen angesprochen und da sich's rumgesprochen hat, haben sich andere Unternehmen sogar bei uns beworben, da mitzumachen. Und es hat in der Regel, naja, maximal eine Woche gedauert, bis dann die endgültige Zusage da war, ja, wir machen auch mit. Und allein schon das ist ja verwunderlich, denn so wie du eben sagst, Unternehmen sind in der Regel noch so ein bisschen so geprägt, um Gottes Willen, erzählt draußen nicht so viel, sonst gehen zu viele Geheimnisse raus. Aber offensichtlich ist diese Angst nicht mehr so da, zumindest bei denen, die jetzt bei uns zugesagt haben. Und die haben sich bei etlichen Unternehmen sogar zusammengetan mit anderen Abteilungen. Also ist auch so ein Zeichen dafür, die Kommunikation innerhalb der Abteilung läuft nicht mehr über den Dienstweg, sondern da hat man sich direkt angesprochen und gesagt, hey, wollen wir das nicht gemeinsam machen? Wollt ihr nicht mitmachen? Das war schon bei Merck am Anfang so. Da war es die Innovationsabteilung mit der Merck-Weiterbildungsabteilung. Ausbildung war auch dabei. Und das ist jetzt in der letzten Woche bei Audi auch wieder sehr deutlich zu sehen, da ist die IT genauso dabei, wie die Weiterbildungsabteilung dabei ist, ne? Und die Ausbildung auch. Ja, also ich glaube, daran liegt es. Die Unternehmen merken langsam, dass Netzwerke für sie auch wichtig sind. Und man sieht ja auch, sie bemühen sich ganz mächtig, in eigenen Reihen Netzwerke zu bilden. Also wenn man da an Conti denkt, mit den vielen Guides, die sie ausgebildet haben, um halt die Leute zu bewegen, intern soziale Medien zu nutzen. Oder Bosch mit den 30.000 internen Communities. Und auch Conti hat eine Riesenzahl von internen, auch jetzt Audi hat eine Riesenzahl von internen Communities und es geht dann schon so weit, dass einige Unternehmen sagen, so intern ist ganz schön, aber wir müssen auch extern vernetzt sein, um halt mit den Experten, die in unserem Fachgebiet wichtig sind, auch einen guten Kontakt zu haben. Da bewegt sich im Moment, glaube ich, sehr viel. Meinst du vielleicht, dass auch das Feedback, was man dann aus so einer großen Community, wie das jetzt bei dem Mokathon der Fall ist, auch ein Gewinn, beziehungsweise dass das der Rückfluss und das Return of Invest ist, was Unternehmen auch davon haben? Weil letztendlich Geld fließt jetzt in dem Ganzen erstmal nicht. Das heißt also klassisches, ich gebe Wissen weiter und dafür bekomme ich sofort bezahlt, funktioniert so nicht. Ja, und das ist jetzt auch nicht der Anlass, jetzt bei einem Mukaton mitzumachen, sondern es ist was anders. Das heißt, wir haben hier Geschäftsmodelle, die nicht eins zu eins funktionieren, sondern so ein bisschen über die Ecke gehen. Kann es auch das Feedback bekommen über die Community auch ein Grund dafür zu sein, dass sie dabei sind? Sicher, aber eher so in zweiter Linie. Also alle, die jetzt dabei sind, alle Wochengestalter, haben nach jeder Woche ganz erstaunt gesagt, wie viel Wissen und wie viel Ideen, wie viel ja, Kontakte sie auch bekommen haben über diesen MOOC. Und waren da total glücklich drüber. Und einige nehmen sie dann auch ziemlich bald immer in Angriff und sagen, das probieren wir gleich mal aus und implementieren das bei uns. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand so vorher berechnet hat, wir werden da ganz viel Wissen kriegen und deshalb machen wir das. Ich glaube eher, dass so die Idee war, das ist eine ideale Möglichkeit, sich zu vernetzen.
Und dieses Netzwerk werden wir auch nach dem MOOC noch nutzen können. Und so sieht es auch aus. Also wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Lerngruppen da zum Beispiel sich entwickelt haben, ich gehe mal davon aus, die werden nach dem MOOC sich nicht alle wieder auflösen. Da wird ein großer Teil dabei sein, die dann sagen, ja, lass uns weiter uns regelmäßig treffen oder uns online austauschen. Und insofern ist es auch eine der Absichten, die wir damit verfolgen, die Corporate Learning Community damit natürlich weiter auszubauen und zu stärken. Super. Ja, da haben wir jetzt sehr viel über Corporate Learning und über große Unternehmen gesprochen. Ich würde so am Ende unseres Gesprächs nochmal auf dich persönlich gerne nochmal zu sprechen kommen, und aus deiner eigenen Perspektive nochmal die Erfahrung im Umgang mit freien Lizenzen so ein bisschen herauskitzeln. Ich weiß, du hast seit vielen Jahren einen tollen Blog, der auch in der Community sehr bekannt ist und auch darüber hinaus. Und dein Blog steht auch unter CC BY. Warum machst du das? Beziehungsweise hast du auch schon Nutzen davon gehabt oder wo du festgestellt hast, ob das funktioniert irgendwie anders, als wenn ich jetzt meinen Blog ganz normal unter klassischem Copyright führen würde? Kannst du uns vielleicht dazu ein paar Geheimnisse verraten? Also auch da, es ist kein Nutzen, keine Nutzenüberlegung, sondern umgekehrt könnte man sagen, würde ich ihn unter normalen Copyright-Bedingungen, also alles ist verboten, ohne dass ich zugestimmt habe, laufen lassen, hätte ich keinen Vorteil davon. Und ich bin Verfechter dafür, dass Wissen etwas ist, was relativ frei verfügbar sein muss. Und insofern habe ich gesagt, mein Blog steht auch unter CC BY. Lizenz und ich freue mich ja darüber, wenn irgendjemand meine Artikel weiterverwendet. Das ist ja die größte Ehre, die man kriegen kann, wenn andere die eigene Arbeit verwenden, ne? Und ich weiß von zwei Fachzeitschriften, die haben alle angefragt, was gar nicht nötig gewesen wäre, aber ab und zu verwenden die, wenn sie mal wieder was brauchen, einen meiner Blogartikel und schreiben sie einfach in die Fachzeitschriften. Mich stört das überhaupt nicht. CC BY heißt ja, mein Name muss dazu genannt werden. Und insofern sorgen die mehr dafür, dass meine Ideen weitergetragen werden. Und was Besseres kann mir da eigentlich gar nicht passieren. Ja, super, das war ein tolles Schlusswort. Ich denke, damit hast du auch andere Kollegen und Kolleginnen motiviert, die vielleicht auch überlegen oder bereits schon Blogs haben, zu den freien Lizenzen zu greifen, weil ich glaube, dadurch verlieren wir nichts. Wir können im Prinzip nur gewinnen. Ja, genau. Also man würde nur was verlieren, wenn man dieses Wissen verkaufen wollte. Aber ich habe mit meinem Blog überhaupt nicht die Absicht, da irgendetwas zu verkaufen oder ein Buch draus zu machen oder so. Und insofern kann ich nur gewinnen. Super. Und ich denke, es ist auch nicht die Frage, entweder oder, entweder nutze ich freie Lizenzen oder ich mache Copyright im klassischen Sinne, sondern es kommt immer auf die Mischung drauf an. Ich denke, es werden immer auch in den Unternehmen, mit denen ihr zusammenarbeitet, in Mukaton etc., heißt das nicht, wir machen jetzt nur noch alles frei, sondern es muss einfach abgewogen werden, wo passt das und wo geht es um Community vernetzen und miteinander etwas tun und wo geht es wirklich um wirklich, ja, das Know-how des Unternehmens, was dann schon einen gewissen Schutzes braucht, weil es nicht alles eben frei sein kann. Ja, da ist unser Mukaton ein gutes Beispiel. Alles, was wir produzieren, steht unter CC BY-Lizenz. Alles, was Unternehmen als eigene Videos zum Beispiel mit einbringen, da haben wir nicht die Chance, der Kommunikationsabteilung zu sagen, stellt die bitte unter CC BY-Lizenz, sondern das ist ein Prozess, der braucht noch eine Weile, bis Unternehmen so weit sind. Insofern haben wir da auch die Mischung. Also das, was von Unternehmen ursprünglich produziert worden ist, steht nicht unter CC BY-Lizenz, aber alle Videos, die wir produzieren, die werden wir natürlich unter CC BY-Lizenz dann auch immer veröffentlichen. Also es kommt immer auf ein gutes Remix drauf an, um den größtmöglichen Nutzen auch im Prinzip zu haben. Ja, Karl-Heinz, vielen herzlichen Dank für deine ganz tolle Ausführungen zum Thema Corporate Learning, Mukaton, freie Lizenzen und alles, was damit zusammenhängt. Hast du vielleicht noch eine Botschaft an unsere Teilnehmenden am Ende unseres Gesprächs?
so ein bisschen zu motivieren, obwohl wir super motivierte Teilnehmenden haben, sich wirklich weiter zu öffnen, zu vernetzen und Wissen zu teilen. Das wäre ganz super. Ja, vielleicht, mich treibt bei dieser ganzen OER-Diskussion immer um, dass man fast immer darüber redet, dass man mit OER die Lehrenden unterstützt. Und ich habe den Eindruck, wir sollten den Blick wegnehmen von den Lehrenden. Wir sollten OER für die Lernenden bauen. Und damit werden die Lehrenden automatisch gezwungen, anders hinzugucken auf OER. Es ist nicht nur Unterstützung, Wissen besser für die Lehrenden zu vermitteln, sondern es ist eigentlich nur Unterstützung, dass Lernende selbst gesteuert sich Dinge erarbeiten können. Und wenn man sich das so als Ziel vornimmt, dann baut man sie vielleicht ein bisschen anders und hat eine viel größere Zielgruppe als die wenigen Lehrenden. Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg mit Mukaton und natürlich auch mit Corporate Learning Camp wieder im Oktober. Ne? Das war im Oktober. Nee, ist es am 28. und 29. September in Frankfurt. Alles klar. Ich bin mir sicher, wir sehen uns dann. Wir beide in jedem Fall. Und vielleicht auch mit Ihnen, liebe Teilnehmenden des Kurses, wenn Sie nach Frankfurt kommen wollen, kommen Sie vorbei. Dann machen wir spontan, weil es ein Barcamp, eine offene Konferenz ist, vielleicht mal auch eine Session zu OER Fachexperten. Das wäre doch vielleicht eine Idee. Okay. Alles klar. Tschüss und schönen Dank fürs Interview. Ich danke dir. Tschüss.